Hallöchen zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir die Map Wilmotza Map, Version 1.0. Nur für PC, nicht im Mod-Hub, somit nicht für die Konsolen. Wenn ihr die Datei runtergeladen habt, dann kommen drei Dateien dabei raus, beziehungsweise eine ZIP-Datei, die müsst ihr dann packen. Dann kommt eine kleine Datei, drei Dateien dabei raus und eine ist die Wilmotza Map und das andere ist nochmal eine kleinere Map. Warum auch immer da zwei dabei sind, keine Ahnung. Die eine, wo ein bisschen größer ist, die ist es dann. Insgesamt ist das Paket gepackt, 835 Megabyte groß. Diese Ding-Map, diese Wilmotza-Map, die hat dann so circa 560 Megabyte. Ja, das setze hier schon auf dem Bildschirm, die PDA davon. Es sind wieder ganz viele große Felder. Ja, große Felder sind es nicht gerade, man sieht es ja hier. Also echt in Grenzen. Es gibt wohl hier vier multifunktionale Farmen. Ich habe allerdings bloß eine gefunden, die funktioniert hat. Müsst mal suchen, vielleicht findet ihr die anderen drei noch. Bei der ersten Farm stehen auch die Fahrzeuge rum, die ist hier. Genau. Und ihr kennt da auch noch Fütterung und Einstreu im Kuhstall. Den Kuhstall habe ich ehrlich gesagt auch nicht gefunden. Ich weiß nicht warum, aber ich bin jetzt mehrmals über die Karte schon drüber. Ich finde den Stall nicht einfach. Keine Ahnung, wo der sein soll. Was haben wir hier noch Schönes? Kaufen Getreide, kleine und mittlere Felder, Grundkulturen, also sprich Basiskulturen hier, ne? Ihr seht es ja hier. Die Map hat sehr viele Felder. Ich denke auch, man braucht ja lediglich mittlere Fahrzeuge und da kommt er eigentlich relativ gut überall durch hier. Ja? Also es sind schon sehr, sehr viele hier auf dieser Map an Feldern. Aber ja. Was kosten die Felder so? Ihr seht, ich habe jetzt den Hof hier gekauft. Das war aber auch ein bisschen falsch. Da funktioniert keine einzige Türe. Also ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Keine Ahnung. Viele Türen funktionieren. Ich bin viele Sachen hingestoßen und habe gedacht, die ist offen, aber geht auf, geht aber nicht auf. Könnt ihr mal gucken, vielleicht findet ihr ja den Fehler. Hier ist der Hof, wie gesagt, fehlermäßig. Ihr seht selber, was die Felder kosten. Sie sind nicht ganz, ganz extrem billig, aber sie sind teilweise echt mega lang. Schmal, aber dafür lang. Na? Da könnt ihr gleich ein paar Felder kaufen. Ne? Ich sage jetzt mal, die sind nicht ganz günstig. Ne? Sie sehen aber so klein aus, sie sind schon ziemlich lang gezogen hier teilweise. Was haben wir hier noch Schönes? Fahrzeuge haben wir auch. Wir haben hier den Fahrzeughändler, hier eine Verkaufsstelle. Hier haben wir ein Sägewerk verbaut. Hier haben wir den Viehhandel verbaut. Hier oben schon mal eine Verkaufsstelle verbaut. Und ich glaube, das war es, bis auf der Fahrzeughändler da unten, dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Gut, machen wir mal weiter. Verkaufsstellen, ihr seht hier oben, was er für manche Sachen bekommt. Ne? Und ja. Tiere. Ich weiß, es muss wohl ein Kuhstall drauf sein, aber ich finde ihn, wie gesagt, nicht. Aufträge gibt es auf dieser Map auch. Und die Fahrzeuge gibt es auch schon was. Da gucken wir uns gleich mal jetzt reichlich eigentlich mal rein in die Sache. Fahrzeuge wird uns vom Motor folgendes zur Verfügung gestellt. Die zwei Traktoren hier, mittelgroßer Traktor ist der hier. Dann haben wir einen Mähdrescher, einen Anhänger, ein Schneidewerk, einen Maispflücker, einen Pflug, einen Grubber, Scheibenegge, Kreiselegge, Saattechnik, Einzelkorntechnik, Düngestreuer, Frontlader und noch Frontladwerkzeug in Form von Ballenspieß und Universalschaufel. So, gut. Da würde ich mal sagen, ich kann euch mal die Map zeigen, wie gesagt, aber ja, wie gesagt, sie ist schon ziemlich groß und ich habe noch nicht so viel gefunden, was da jetzt funktioniert drin. Ich habe auch keinen Stall und nichts gefunden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ist der Stall auch irgendwo versteckt und ich finde es bloß nicht. Hupsa, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Weil hier drin, naja, ist kein Stall. Ne? Hier stehen auch die Fahrzeuge rum. Die Türen, die gehen jetzt auf. Mit dem Hof hier. Aber viele Türen gehen insgesamt auch nicht auf. Ne? Also hier ist kein Stall verbaut.
Ich frage mich dann ehrlich gesagt, wo dann der Stall sein soll. Wir gehen mal hier rüber. Was man auch teilweise sieht, die Tore hier gehen auch nicht auf. Also hier geht ja gar nichts, ne? Hier geht auch nichts auf, die Türen hier. Ne? Die gehen nicht auf. Auch das Tor geht nicht auf. Ja. Gut, also wie gesagt, das ist der Hof hier. Können wir vielleicht da was aufmachen? Ich bezweifle es, dass das hier eine ist. Das sieht man schon. Das ist bloß Dekoration hier. Gut, also wie gesagt, hier, das ist der Hof. Dann geht es jetzt hier weiter, seht auch hier die ganzen Felder hier. Ziemlich schmal gehalten hier das Ganze. Aber die ziehen sich halt ewig hinten rüber. Ne? Hier auch mit Gräben. Wenn es euch, wie gesagt, hier nicht passt, die Höfe. Ja, das sieht aus wie ein Hof. Das aber dürfte eigentlich hier nicht mal, das müsste eigentlich Dekoration sein. Ne? Hier. Ich habe jetzt gerade, ich höre gerade Kühe, aber wo die sein sollen, ich weiß es nicht. Ja, ihr seht es wieder, ja, schön dekoriert alles hier. Ne? Hier noch ein schöner See. Also dekomäßig sind die schon ziemlich gut hier unterwegs, das muss man schon mal sagen. Ne? Hier auch ein größerer Hof. Da gehen auch die Türen auf hier. Hier drüben haben wir dann noch Gewächshäuser. Sieht aber ehrlich gesagt so aus, als wären das Dekorationsgewächshäuser. Na, wir können ja mal eins machen, mal gucken, was passiert. Ob wir, wenn wir das hier, gut, das können wir jetzt hier nicht kaufen, das ist dann wieder was anderes. Scheint also bloß wirklich reine Dekorationsgewächshäuser zu sein hier. Ja. Ja. Auch hier die ganz schmalen Felder hier. Ja, ganz schmal. Aber die ziehen sich halt ewig durch die Prärie hier. Fahrzeughändler haben wir hier. Müsste eigentlich der Fahrzeughändler, genau, Fahrzeughändler ist es. Hier haben wir auch wieder Feldwege am Start. Ja, die sehen dann so aus. Eigentlich doch eine schöne Map. Da müsste man sich aber gegebenenfalls selber sich deinen Hof bauen. Und hier nur ein paar größere Felder. Ne? Das ist jetzt aber auch nicht so riesig groß hier. Und auch hier, muss ich sagen, gefällt mir das doch ziemlich gut hier. Hier dann noch eine Kreuzung hier. Hier haben wir noch ein bisschen Wald und so weiter. Ja gut, Wald, ja. Das war mal Wald, würde ich sagen. Ne? Aber hier ist auch schön die Map-Grenze. Aber ist auch gut gemacht hier. Na, man sieht hier jetzt nicht wirklich, dass hier Ende Gelände ist. Nur auf der kleinen Karte unten sieht man es. Die haben noch größere Felder hier. Finde ich schon mal schön hier, wie das gemacht wurde, die Wege hier. Und da habt ihr ja genug Platz, noch irgendwas hinzustellen, ne? Gegebenenfalls. Wenn euch die Höfe nicht gefallen, ich meine, hier habt ihr hinten habt ihr genug Platz, was zu machen draus. Das ist ja immer das Gute dran, wenn die Maps doch relativ viel Platz haben, dann kann man hier doch noch was hinstellen. Ich gehe jetzt einfach mal hier drüber. Wir gucken mal, wo die Autos hingehen. Da hinten ist auch schon die Map-Grenze erreicht. Wir sind jetzt hier im äußersten Bereich hier. Da ist halt nur noch eine kleine Stadt da hinten. Hier haben wir auch die BGA. Die scheint es neuer zu sein. Wie die komplette, das komplette Dorf. Zwei Silo-Bunker hier. Und hier steht schon die Map-Grenze dann auch schon. Weiter kommen wir hier nicht. Gut. Dann gehen wir mal hier rüber. Mal die FPS-Zahl an, dass ihr das auch mal noch seht.
Ich denke, die wird hier keine großen Probleme auslösen. Vielleicht dauert ein bisschen mehr waldig, vielleicht schon, aber sonst, nee. Na, ihr seht hier Felder um Felder und da reichen auch wirklich die mittleren Traktoren dann voll aus. Da braucht ihr keine großen Traktoren, würde ich sagen. Ja gut, wer möchte hier natürlich, na, es gibt schon Felder, die man auch mit größeren, natürlich, klar, logisch. Hier drüben auch noch ein paar Häuser, können wir auch mal hingehen, wenn wir da nicht schon waren. Hier waren wir noch nicht, glaube ich zumindest. Hier haben wir dann einen großen Hofgelände, wo ihr wirklich viel Platz habt noch. Ob jetzt eigentlich hier funktioniert, wir können mal gucken, aber es sieht hier tatsächlich so aus, würde das hier funktionieren vielleicht. Ne, auch nicht, die Türen gehen nicht auf und das Tor geht auch nicht auf. Okay. Versuch war es wert, vielleicht muss man es auch vorher erst kaufen. Ihr seht ziemlich viel hier in Dekoration. Hier übrigens der Viehhändler verbaut, hier, wo die Kühe stehen. Eine schöne Map. Allerdings durch die bisschen, ja, und, ja, wie soll man sagen, Unübersichtlichkeit bezüglich den ganzen Höfen und so, ist doch manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig, das die Karte zu bespielen. Da würde ich dann eher dann empfehlen, dann eventuell einen neuen Hof zu bauen. Na, hier übrigens auch schon wieder die Map-Grenze erreicht hier. Ja, ich denke, das Gröbste habe ich euch gezeigt. Link wie immer unten in der Beschreibung drin, Version 1.0 hier. Wenn ihr sie haben wollt, dann könnt ihr sie in dem Link runterladen. Wie gesagt, entpacken. Dabei kommen drei Dateien raus. Das eine ist Vola Brundel, das ist Brudeln, so heißt es, glaube ich. Das ist die Map hier. Und dann gibt es noch eine zweite Map, die, ja, die ein bisschen kleiner ist, die ist da mit dabei. Ihr müsst aber beim Auswählen im Menü auch gucken, dass ihr die richtige erwischt. Die andere hat ein ziemlich rot, eine rote PDA, die ist es nicht. Es ist die andere. Na? Also von dem her, ja. Gut, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen hier. Man konnte jetzt hier nicht arg viel zeigen, weil halt auch ein bisschen arg undurchsichtig das ganze Ding ist. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, Däumchen, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier auf dem Kanal. Bis dann, macht's gut und ciao.